Jo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Jonessa Vlog. Ungewohntes Bild, habt ihr seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich werde jetzt wieder Sport machen und es geht back to the roots. Ich werde mit dem Sportprogramm jetzt beginnen, womit ich damals generell angefangen habe, Sport zu machen. Also ich habe früher nie Sport gemacht. Und als ich dann angefangen habe, so richtig zu trainieren, habe ich mit 30 Day Shred angefangen. Und das werde ich jetzt wieder machen. Das ist so ein 30-Tage-Programm von Jillian Michaels. Ich kann euch auch das erste Video mal in die Infobox verlinken. Also da gibt es halt 3 Level. Jedes Level macht man 10 Tage. Und das werde ich jetzt mal machen, weil ich das eigentlich mega gut fand. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt ist, weil jetzt bin ich ja trainierter als damals, als ich damit angefangen habe. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren, weil ich das cool fand. Das ist mit ein bisschen Cardio, mit ein bisschen Kraft und mit ein bisschen Bauchmuskeln. Also es sind immer so 3 hintereinander. Und ja, ich fand das echt cool immer. Und ich werde auch versuchen, das jetzt jeden Tag zu machen. Also nicht nur 5-mal die Woche, sondern 7-mal die Woche. Und das geht ungefähr 25 Minuten immer pro Tag. Und ja, jetzt fange ich mal mit Level 1 an. Ich werde euch auch mal mein Video zu dem Jillian Michaels generell Sportprogramm in die Infobox verlinken, weil da habe ich mal ein komplettes Video drüber gemacht. Ja. Katze rastet aus. Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen. Mit der Jillian und werde mich ein bisschen quälen lassen. Okay, das war auf jeden Fall gut anstrengend. Man merkt, dass ich lange nichts mehr mit Hanteln gemacht habe. Bin auch schon, dass ich morgen Muskelkater in den Arm kriege. Okay, auf die nächsten 30 Tage. So, hallo, ich bin jetzt geduscht und ich schneide jetzt erstmal meinen Vlog. Gehst du auch mal an für heute. Yeah. So, ich werde mir jetzt die Nägel machen. Ich habe sie jetzt schon ablackiert. Das ist jetzt nur noch das Acryl. Werde die jetzt neu machen und vermutlich wieder weiß lackieren. Wer hätte es gedacht? Gucke dabei ein paar YouTube-Videos. Mein Vlog ist fertig. Ich habe gefrühstückt. Und das werde ich jetzt machen. Hallo. Sie will da hoch zu Elsa übrigens. Falls ihr euch noch daran erinnert, das war ja mal kaputt. Es ist wieder kaputt. Ja, oh, ich muss nie. Ja, weißt du? Was? 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 Guten Tag. Guten Tag. Wo guckst du hin? Ah, auf das Bändchen. Ah. So, Leute, meine Nägel sind gemacht. Fußnägel habe ich auch weiß, falls man es sehen konnte. Ich habe mich geschminkt. Ich muss mich gleich los zur Arbeit. Und übrigens, heute ist der 1.8. Das heißt, meine Katzen haben heute Geburtstag. Also Nala und Elsa. Sie werden 2. Ich wollte gerade zu ihnen gehen, aber sie sind weg. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Sie haben auf jeden Fall heute Geburtstag. Meine kleinen Babys. Da ist nur das Salz. Wo sind die anderen beiden? Nala, Elsa. Ah, Nummer 1. Happy Birthday. Wo kommst du denn her? Happy Birthday. Ihr 2. Miau. Jetzt rasten sie alle aus. Jetzt rasten sie alle aus. Okay. Ich esse jetzt noch schnell was und dann gehe ich arbeiten. Ich probiere jetzt noch diesen Riegel. So sieht er aus. Und er schmeckt sehr lecker. Nach Schokolade und nach Nuss. Wer hätte es gedacht? Doch, ist echt lecker. So, ab geht's auf die Arbeit, Freunde. Ich melde mich später. Das ist übrigens der Lippenstift oder dieses Lippending aus der Pinkbox. Voll schön die Farbe, oder? Bis gleich. So, ich bin jetzt gerade arbeiten. Der Film geht gleich los. Das heißt, hier sind jetzt keine Leute mehr. Und ich warte jetzt, bis der Film losgeht. Vielleicht esse ich ein bisschen Currywurst. Hier nehme ich so Essen. Hier ist noch mehr Currywurst. Jetzt geht das nicht mehr zu. So, dann sitzen jetzt die ganzen Leute. Jetzt ist die Kamera beschlagen.
Da läuft dann gleich der Film. Ich weiß gar nicht, heute kommt Junges Licht oder so. Keine Ahnung, noch nie gehört. Ja, und ich werde dann jetzt mal warten, bis der Film wieder zu Ende ist. Wisst ihr was? Wir machen jetzt Kommentare. Flüster-Edition. Ich habe nämlich nichts zu tun. Und deswegen können wir jetzt Kommentare vorlesen. Die Alia schreibt, vielleicht schlafwandelst du, deswegen hast du vielleicht blaue Flecken. Das kann sogar sein, weil ich wirklich schlafwandel. Des Öfteren. Wer weiß. Man weiß es nicht. Und die Tina hatte am Dienstag Geburtstag. Alles Liebe nachträglich und fragt, was mein Lieblings-Pokémon ist. Mein Lieblings-Pokémon ist mit Abstand Glurak. Die René Wodrich fragt, wie ich es geschafft habe, Bitmoji mit Snapchat zu verbinden bzw. mich da anzumelden. Ich bin einfach bei Snapchat auf die Einstellung gegangen und dann kann man da direkt auf die Bitmoji-App gehen und kann das da verbinden, verlinken. Kann man aber auch, glaube ich, über die Bitmoji-App selbst. Und die Denise hat morgen Geburtstag, also wenn das Video online kommt heute. Deswegen alles, alles Liebe zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast einen sehr schönen Tag. Feier schön. Die Mary Coco fragt, wann ich Geburtstag habe. Am 29. Dezember. Und die Jasmin schreibt, wo ich arbeite. Momentan im Kino im Westfalenpark. Sonst am Wochenende in der Disco. Das meinst du wahrscheinlich. Die Marie fragt, wie ich Marens neue Haarfarbe finde. Mega schön. Ich finde, das steht ihr richtig, richtig gut. Und ist halt mal was anderes. Ne? So braune Haare, sieht so toll aus. Richtig, richtig schön. Und gute Besserung an die Sina, falls du wirklich eine Grippe bekommen solltest, was ich nicht hoffe, wünsche ich dir eine gute Besserung. Leg dich ins Bett mit Wärmflöschchen. Die Miriam fragt, welche Stadt ich in Italien am schönsten finde. Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich finde Rom schön, Mailand finde ich auch schön, Venedig auch. Eigentlich finde ich alle Städte schön, in denen ich war. Florenz finde ich auch schön. Ich war auch in Rimini, aber das finde ich nicht so schön. Das ist mehr so Party. Wo war ich denn noch? Ich weiß nicht. Ich wüsste wirklich nicht, welche Stadt ich da am schönsten fände. An sich ist so ja Venedig eine mega schöne Stadt. Zumindest so, was man auf Bildern oder so sieht. Aber in echt ist es halt so... so sehr dreckig und stinkt so, aber ich finde die Stadt trotzdem schön, also ist schwierig zu sagen. Und ich snappe gerade, weil mir mega langweilig ist. Voll viele haben jetzt bestimmt ausgeschalten, weil jetzt Kommentare kamen. Dabei geht der Vlog noch weiter. Ich zeige euch jetzt mal, was ich hier die ganze Zeit snappe. Mir ist nämlich so langweilig hier, weil während der Film läuft, kommen halt einfach keine Gäste. Also, oh, jetzt bin ich falsch. Okay, meine Story. Erstmal musst du hier fokussen, ja? Falls ihr mir noch nicht auf Snapchat folgt, ich heiße da Jonessa, so wie überall. Guck mal, stylt sie beim Schlafen. Das ist Toast. Ja, okay, das sind ein paar random Selfies. Da habe ich ein bisschen mit dieser Puppe gespielt. As you can see. Ja, was bin ich für ein Opfer? Good question. Ach ja, Freunde. Und wenn der Film zu Ende ist, habe ich noch eine halbe Stunde hier auf. Dann räume ich hier auf, mache alles zu, mache Inventur, mache sauber und dann halt, kann ich halt abhauen. Auf jeden Fall ist mir langweilig und ich habe noch nicht eine Sekunde zu dem Film geguckt. Vielleicht sollte ich das mal machen, aber der war gerade schwarz-weiß, jetzt irgendwie nicht mehr. Okay. Ja, keine Ahnung, mir ist langsam ein bisschen kalt und ich habe nur so eine dünne Jacke. Ja, spannend. Zeige ich euch jetzt einfach mal gerade meine Aussicht. Da, das Zelt da hinten, ist das reguläre Kino im Park Zelt, wo man Getränke kaufen kann. Ich bin jetzt halt heute hier am VIP-Zelt. Da ist die Leinwand. Deswegen bin ich auch heute hier alleine. Und habe keine Freunde, weil die alle in dem anderen Zelt arbeiten. Aber es waren halt heute nicht so viele Leute hier, deswegen hat eine Person gereicht. Und ich sitze jetzt hier und habe niemanden, mit dem ich reden kann. Deswegen rede ich mit euch. Aber wahrscheinlich ist es ein bisschen langweilig. Deswegen höre ich vielleicht auf. Ist gerade ein bisschen laut. Oh wei. So, Leute, ich bin jetzt gerade zur Tür rein. Ich habe jetzt Feierabend. Es ist mittlerweile 1:15. Deswegen werde ich mich jetzt mal langsam fertig machen, abschminken, Kätzchen noch füttern und ins Bett gehen.
Ich bin eigentlich noch gar nicht müde, aber ich sollte versuchen zu schlafen. Ich kann nämlich morgen nicht ganz so lange schlafen. Ja. Bis morgen. Der Fokus ist nicht mehr vorhanden. Ah, hi. Bis morgen. Tschüss.